Herzlich willkommen an alle Freunde der mathematischen Bespaßung. Mittlerweile sind wir bei Mathe Trick 8 angekommen und was läge da näher als einen Trick über die Zahl 8 zu machen? Genau, wir machen einen Trick ohne die Zahl 8. Dafür benutzen wir eine Zahl mit den Ziffern von 1 bis 9 ohne die 8 und was dabei passiert, schauen wir uns einfach mal an. Viel Spaß beim Video! So, für diesen tollen Trick benötigen wir natürlich unsere phänomenal tolle Zahl, die alle Ziffern von 1 bis 9 enthält, bis auf die 8 und einen Taschenrechner. Ja, wie bei jedem Mathe-Trick ist die Kunst, einfach immer eine tolle Geschichte drumherum zu bauen. Ich mache das jetzt ganz sporadisch. Ihr könnt euch ja tolle Geschichten ausdenken, vielleicht ein paar Ideen in die Kommentare schreiben. Ich zeige euch direkt, wie der Trick funktioniert und zwar... Diese Zahl wird einem Mitspieler, Freund, Bekannten, Verwandten, Familienmitglied, irgendjemandem gezeigt und diese Person soll sich eine Ziffer aussuchen. Zum Beispiel, ich nehme jetzt die 5. Diese darf natürlich nicht erwähnt werden. Diese Ziffer soll die bestimmte Person mit 9 multiplizieren. Also würden wir hier 5 mal 9 und das Ergebnis mit unserer tollen Zahl. 5 mal 9 sind 45. Den Rest rechne ich jetzt hier mit dem Taschenrechner. Ihr könnt es natürlich zu Hause im Kopf rechnen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 mal 45 ist gleich. Oha, es ist 9 mal die 5. Beziehungsweise 9 mal die 5 ist eigentlich falsch. Es ist einfach nur eine Zahl, die aus 9 Fünfen besteht. Ja. Und das funktioniert auch mit anderen Zahlen. Das sehen wir jetzt gleich. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Diesmal suchen wir uns die 3 aus. Dann rechnen wir also das Ganze mal 3 mal 9. 3 mal 9 sind 27. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 mal 27 ist gleich... Aha. Eine Zahl bestehend aus 9 Dreien. Ja, also wie gesagt, man kann eine ganz tolle Geschichte drumherum bauen. Aber das eigentlich Interessante, für die Mathematiker zumindest, ist, was dahinter steckt. Dahinter steckt eigentlich eine ganz, ganz simple Rechnung. Die ist aber so gut versteckt, weil die Zahlen einfach so schrecklich aussehen. Und die will ich euch gerne noch zeigen. Und zwar benutzen wir dafür einfach mal 9 Einsen. So, diese riesige Zahl teilen wir durch 9. Wenn wir das tun, erhalten wir 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9. Jetzt können wir natürlich beide Seiten mit 9 multiplizieren und dann steht auf dieser Seite nur noch diese Armee von Einsen und auf der anderen Seite unsere tolle Zahl mit 9 multipliziert. Jetzt ist es ganz einfach so, wenn wir jetzt auf beiden Seiten, wie zum Beispiel mit der 5 multiplizieren, dann würden wir hier einfach noch mal 5 hinschreiben und natürlich auf dieser Seite auch. Und dann hätten wir unsere 9 Fünfen. Genauso wäre es mit der 3, mit der 2, mit der 6, der 7 und so weiter. Eigentlich ein ganz netter Trick, wie ich finde. Deswegen habe ich ihn auch gezeigt. Bis zum nächsten Mal. Ciao!